Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online Westwelt. Wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Oh, ein Verlies, wow. Bin begeistert. Na gut, das Verlies Nondungalobo steht vor uns, steht an. Ist genau in der Mitte von zwei Wegschreien, wie immer. Ja, aber bevor wir dahin gehen, gehen wir wieder zurück. Und, ja, was. Ich kürze mal ein bisschen ab. Ich muss mal so ein bisschen die Welt verändern gerade. Wo wollte ich denn jetzt hin? Es ging gerade, wäre die Ladezone am niedrigsten. Aber da weiß ich nicht, wo die Sachen stehen. Stehen die überhaupt da? Ist auch noch eine Frage. Crema, Gepäck. Ja, ist alles hier in dem Umkreis. Okay, wir gehen dahin. Sehr gut. Aus dem Feuer, aus der Asche sind wir vorgestiegen, um dahin zu gehen. Mein Inventar ist ein bisschen voll, deswegen. Das muss ich mal erstmal klären. Bevor wir jetzt in die nächste Reihe gehen. Außerdem ist unser Inventar, glaube ich, beschädigt. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Kann man wieder nichts analysieren, das ist nutzlos. Gut zu wissen, dass die Stadt wieder sicher ist. Zwei Schmuck? Warum? So unnötig. So, gehen wir mal alles durch. Was kann ich? Jetzt reparieren kannst du. Ja, da machen wir jetzt nichts. Wo ist der Schreiner? Mal wieder nix. So, es wird noch der Lederer. Geschliffen teilweise. Ja, es sind doch oft Set-Gegenstände, die ich da weghau, aber sind sowieso nutzlos für Dings, würde ich sagen. Für unseren Durchlauf, an den ich mich interessiere. Gut, jetzt noch verkaufen. So, die bekannten Rezepte können auch weg. Sammlungsfragment. Ja, ich behalte es mal, weil ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Das D-Kapitel behalte ich auch. Echt 100 Gegenstände noch und. Boah. Ich glaube, die Banken muss einmal her.
Das wäre cool, dass Funke dann noch wieder geholt wird, wenn die Bank weggeschickt wird. Hey, ihr! Hey. So, dann geht's jetzt zum Verlies. Nunungalo. Ich kann eigentlich schon direkt sagen, es steht eine Charakterumgestaltung an, aber ja, es fehlt halt noch ein bisschen was. Ach du Scheiße. Die... Da kommt Microsoft mit seinem Gefolge. Schnell weg, bevor sie uns kriegen. Bevor sie uns aufkaufen und schließen. Nunungalo entdeckt. Ich habe noch nie solche Wunden gesehen. Nennt sich Knochenbruch. Neues Buch entdeckt. Mit Bild? Mit Bild habe ich noch nie gesehen. Aha. Okay, interessant. Ich klicke schon mal in das Verlies rein. Ja, es scheint wohl ein Rätsel zu sein. Ja. Bleib zurück! Oh, Entschuldigung. Ich fand diese Nekromantin, wie sie an grässlichen Wunden starb. Sie ist nun bei Arkai. Doch ihr solltet vorsichtig sein, Reisende. Hier gehen dunkle Dinge um. Was für dunkle Dinge? Die Einheimischen sagen, in Nunungalo spukt es. Als ein Priester Arkais ist es meine Pflicht, dem nachzugehen. Ich fand diese armen Seelen vor, als sie ihren letzten Atemzug taten und von einem schiefgegangenen Ritual und untoten Nekromanten fabulierten. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht allein. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Etwas tötete die Nekromanten in den Ruinen. Doch ich glaube, sie haben sich aus dem Grab erhoben, um ihr dunkles Ritual fortzusetzen. Diese Geister sind eine Beleidigung für Arkai und wir müssen sie austreiben. Ich werde euch für eure Hilfe hierbei belohnen. Ich helfe euch. Ich fand bei den Sachen der Nekromantin ein Tagebuch. Es offenbarte, wie das Ritual begann. Ihren Zauber zu unterbrechen, sollte die Geister besänftigen und ihrem Plan ein Ende machen. Lest das Tagebuch, doch seid vorsichtig. Was auch immer die Nekromanten getötet hat, könnte noch dort drinnen sein. Wie können wir das Ritual aufhalten? Wir müssen die für den Zauber verwendeten Gegenstände sammeln, sie von der Ritualstätte entfernen und etwaige verderbte Leichen verbrennen. Wir sollten auch die Untoten vernichten, die die Ruinen durchstreifen. Ihre Seelen können erst weiterziehen, wenn ihre Leichen zur Ruhe gebettet wurden. Warum muss das Ritual beendet werden? Jede Nekromantie ist für Arkai Gotteslästerung. Doch dieses besondere Ritual gefährdet die gesamten Westauen. Die Nekromanten versuchten, eine untote Armee zu erheben. Ich schaudere bei dem Gedanken, was sie damit vorhatten. Okay. Also nix hier rein. Dum, 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 dum. Offene Rechnung. Das Tagebuch haben wir doch schon gelesen. Neues Buch entdeckt. Gut. Ort, der an dem wenige gelebt haben. Oh cool, dieser Soundtrack, schön. Da ist die Himmelsscheibe, hier ist der Boss. Der Boss nennt sich Shattered
Schade. Dieser Ort stinkt nach Tod. Wir müssen die Leichen finden und verbrennen, die das Ritual antreiben. Das Ritual hat bereits einige Tote erweckt. Wir müssen schnell sein. Mhm. Gut, gehen wir geradeaus. Sind Spikes? Arkai stehen zwei. Dieser Ort ist voller Fallen. Und? Ist doch nicht das Problem. So schlimm ist es auch nicht, wenn man die sieht. Bleib zurück, üble Kreatur! Hält er sein Kruzifix in seine Richtung und sagt, bleib zurück! Und sowieso einen anderen Weg gehen müssen. Hier müssen wir erstmal das Ritualgefäß holen. Arkai, steh uns bei. Hier gibt es mächtige nekromantische Energie. Aua. Wir dürften in der Nähe eines der Ritualgegenstände sein. Genau wie ich es vermutet hatte. Frisches Blut, um den Zauber anzutreiben. Scheint wohl so schlimm zu sein. Ja, ist das, ist es vorbei? Schießen wir mal damit. Wer mit euch auf Abenteuer zieht, muss stets sein Bestes geben. Ihr werdet ja ständig stärker. Das nennt man noch Level Up. Arkais Zorn wird euch finden. Gesundheit. Da. Was ist das nächste? Dieser Geist bündelt das Ritual. Schnell, sucht und verbrennt seine Leiche. Arkai, schützt uns. Scherzhaft. Bleib zurück, üble Kreatur! Gebeine der Toten, Blut des Herzens, erweckt das Grab! Nein, der Zauber ist nicht fertig! Gute Arbeit. Wir sollten weitergehen. Es gibt noch mehr Untote auszutreiben. Auszutreiben. Ja, wo gehen wir denn dann links rum? Oh, come on. Unnötig. Diesen Zauber wollte ich schon lange ausprobieren. Bleibt weg von mir, Monster!
Hey, du Scheiß. Sonst noch wieder jemand? So wenigstens helfen können. Geht an dem Kampf vorbei, einfach weiter, ne? Ohne zu helfen. Wenn ich auch an Gegner vorbeigehe, dann mache ich dir doch gleich platt. Es sei denn, ich bin wirklich in Eile. Aber dann bleibt man nicht stehen. Arkas Zorn wird euch finden! Irgendwie fehlt mir noch eine Fähigkeit. Bleibt weg von mir, Monster! Nein, jetzt hat's mich verlangsamt. Herrlich, was? Bleib zurück, üble Kreatur! In der Nähe ist etwas Übles. Ich spüre, wir sind dicht an einem Ritualgegenstand. Nett. Seid vorsichtig. Diese Klinge ist ungeheuer scharf. Och. Dieses scheiß Flatterviech. Wir Bilder machen und dann kommt immer dieser Flügel im Bild. Zorn wird euch finden. Der wieder da, den habe ich gerade platt gemacht. Ist es vorbei? Arkas schützt uns. Okay, Fogge direkt mal enttäuscht. Noch eine Leiche, die das nekrotische Ritual angreift. Kehrt aus dem Grab zurück. So erklingt mein Ruhm. Arkas Zorn wird euch finden. Was geschieht da? Mein Werk ist nicht getan. Gut. Ihr habt die Verderbnis hier geläutert. Doch ich fürchte, es gibt noch mehr. Oh ja, das gibt es. Ich glaube, da müssen wir lang. Naja. Bleib zurück, üble Kreatur! Genau, hier wollen wir jetzt lang. Schnell! Die Macht des Rituals könnte die Ruinen auf uns stürzen lassen. Och, jetzt schon. Soll hier irgendwas sein? Come on. Hör auf mich zu stunnen. Himmelsscherbe? Was ist das? Use Legion Journal. Ach, ist das, gehört das noch dazu? Zu einer weiteren Quest? Das sind überall Gegner. Oh, fickt euch doch. Arkas
Okay, irgendwas haben wir da hinten noch aufgegriffen. Manchmal glaube ich, dass die Spawnrate von den Gegnern so hoch ist. Schlafende Tote, wandelt wieder unter den Lebenden. Elende Sterbliche, ich bin nicht fertig. Gute Arbeit. Nicht nachlassen. Es gibt noch mehr zu tun. Gab so ein Knistern gerade im Ohr. Das mag ich überhaupt nicht. Der Boss. Arkais Zorn wird euch finden. Wir dürfen keine Stufe. Wir müssen diese Schriftrolle nehmen. Welche? Die. Macht er sich noch unverwundbar? Ich glaub's ja nicht. Erledigt. Die verbleibende nekromantische Energie verflüchtigt sich von allein. Trefft mich vor diesem verfluchten Ort. Sehr gut, dann haben wir es erledigt. Das war das Verlies. Ah, es sind leider noch drei weitere. Ich mag Verliese nicht so sehr, die sind so... Aua. Auch tot? Krass. Haben meine ganzen Pets erledigt. Ja, ist unfair, wenn Bosse sich unverwundbar machen. So eine Scheißfertigkeit. Arkai ist euch hold, meine Freundin. Eure Unterstützung beim Aufhalten des Rituals hat die Geister von Nonongalo endlich zur Ruhe gebettet. Ihr habt heute sowohl die Lebenden als auch die Toten der Westauen gerettet. Gibt's noch was ich tun sollte? Ah, Kai sei Dank, ist das Ende. Ich spüre bereits, wie die nekromantische Energie nachlässt. Die Luft fühlt sich irgendwie leichter an. Was trieben diese Dätre in den Ruinen? Ich bin nicht sicher. Sie könnten von der nekrotischen Energie angezogen worden sein, die das Ritual erzeugt. Es gibt Gerüchte über ähnliche dädrische Angriffe in den ganzen Westauen, doch niemand weiß, woher sie kommen. Ich werde es in meinen Aufzeichnungen vermerken. Und was machen wir mit den Gegenständen? Die nehme ich. Sie sollten nicht einfach so liegen bleiben. Der Tempel von Arkai hat Mittel, um derart gefährliche Gegenstände sicher zu verwahren und zu verhindern, dass sie weiteren Schaden anrichten. Vielen Dank, meine Freundin. Wie versprochen ist hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hoffentlich kreuzen sich unsere Pfade wieder unter weniger düsteren Umständen. Jetzt brauche ich ein heißes Bad, um den Gestank des Grabes abzuwaschen. Dem Geruch nach könntet ihr auch eines brauchen. Denkt daran, das Leben hat keine Bedeutung ohne den Tod. Deshalb lehnt die Kirche Arkais alle Formen der Nekromantie ab. Wir haben hier ein gutes Werk verrichtet. Doch ich bin bereit, zu meinen Pflichten zurückzukehren.
Mir kam das Leben in der Kirche geordneter vor als außerhalb von ihr. Was habt ihr jetzt vor? Ich kehre zu meinem Orden nach Skingrad zurück und erzähle den anderen Priestern von der Austreibung in Nonongalo. Die Legion sollte ebenfalls wissen, dass wir auf Daedra getroffen sind. Ich bin sicher, sie wird dem weiter nachgehen wollen. Es und wartet noch mehr Arbeit zu Hause. Ich muss zurückkehren. Arkai segne euch, Reisende. So ist Geralt da vorne? Nicht ganz. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.